Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute mal wieder ein kleines Unboxing. Und ja, was soll ich groß sagen? Wieder mal von Nadine. ja, wir haben mal wieder getauscht, was ein Wunder. Machen wir ja öfters. Und ja, da sind heute drei Tierchen angekommen. Denn letzte Woche war ja Haben. Da habe ich ihr Tierchen mitbringen lassen von Marcel und Jorina. Und heute hat sie mir die dann zugesendet. Ja, also gestern zugesendet und heute sind sie angekommen, so. Und da würde ich mal sagen, gehen wir jetzt rein und guck mal, was da Schönes ankam, ne? Bis gleich. Ja, meine Lieben, was kam da an? Was kam an? Also, Psalmopeus Eminia, und zwar 1.2. Wie manche von euch wissen, hatte ich ja das Pech, ich hatte von Carina Psalmopeus Eminia mal gekauft, unbestimmt, vor vielen, vielen Monaten. Aber letztes Jahr war das. Und ja, der ist leider ein Kerl geworden. Und ich hatte mit Nadine schon gequatscht, dass ich auf jeden Fall 1.1 nehmen werde, je nachdem, was halt bei meinem rauskommt. Und dann kam kurz vor Hamm, kam das Tier raus, hat sich gezeigt und war ein wunderschönes Männchen. Ich blende euch hier mal eben das Bild ein. Und ja, demnach habe ich mir dann 1.2 von Nadine bestellt. Und die kommt ursprünglich auch von Carina, das ist eine ganz coole Sache. Und ja, perfekt. Also Geschwisterchen von meinem Tier. Und wir ziehen sie jetzt gemeinsam groß. Also sie sollten subadult sein oder so, wenn ich mich nicht irre. Ich zumindest von den Bildern geschätzt, die ich gesehen habe. Und was ganz geil ist, was ich noch bekommen habe, habe ich meinen Schlüssel gerade hier. Nee, leider nicht, aber ich blende euch das Foto dann hier ein. Ich habe keinen Schlüsselanhänger gekriegt mit einer Schiedizere. Und habe mich mega darüber gefreut, habe ich direkt an den Schlüsselbund getan, deswegen habe ich ihn jetzt leider schon nicht mehr hier. Nachdem das Paket ankam, musste ich meinen kurzen abholen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und setzen die Tiere mal um. Bis gleich. So, die Boxen habe ich natürlich schon vorbereitet. Schilder stecken schon. Hier der Kerle. Da bewaffnen wir uns mal eben schnell. Pinsel. Habe ich die Catchcups schon wieder hier oder habe ich die noch drüben? Die habe ich noch drüben. Muss ich doch mal eben holen. So, und nun kommt nichts. Catchcups sind da. Lieber haben und nicht brauchen. Das brauchen wir nicht haben. Und dann müssen wir noch eine wichtige Sache erledigen. Und zwar brauchen wir noch eine Prise, ein Löffelchen. Machen wir hier einfach so noch rein. Könnte sogar ein bisschen viele sein, aber lieber ein bisschen zu viel wie ein bisschen zu wenig. So, dann packen wir die direkt nochmal so unter das Laub. Zack, zack, ab. Damit hier für Sauberkeit garantiert ist. Schönes Blatt noch da rein, damit die da auch wieder rauskommen, falls sie reinfallen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal so und dann seht ihr das besser. Ja, das passt. Und wir gehen rein. Da sehen wir es. Black Perfection. Hey, Hübschi. Kommst du raus? Gar keinen Bock, ja. Freunde. Guckt euch das an, ey. Zwar kann man erzählen, mir ist ja kackegal, ob es die häufig gibt oder nicht, ne, aber kann niemand erzählen, dass das nicht wunderschön ist. Ja gut. Möchte direkt seine Ruhe sein gegönnt. Da wollte ich mir eben das Blatt wegmachen. Und ja, das sieht nicht nur so aus auf Kamera, das ist wirklich so dunkel. Also, Tamopir ist im Minja eine für mich mit der schönsten Baumvogelspinne. Zumindest von denen, die ich halten darf. Sonst hätte ich ungefähr 21 andere. Aber ja, was nicht ist, ist nicht, ne? Ja, was gibt es noch zu sagen, Freunde?
ist gar nicht so schwer, ne? Weil die Tiere, die wollen nur ihre Ruhe, dies, das, jenes, sage ich euch ja immer, ne? Sind alle ganz lieb. Und warum habe ich den jetzt in so einer Box? Der ist ein Kerl. Und die werden ja nicht so groß, habe ich jetzt auch bei meinem gesehen. Und ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, das sind die 6,5-Liter-Boxen vom Action. Viele halten die ja generell in den Barplast mit 5,8. Deswegen, ja, denke ich mal, wird das schon passen. Aber die Mädels kriegen trotzdem was Größeres. Und die packen wir die jetzt auch mal um, ne? So, die nächste Box fürs erste Weib. Gebe auch mal wieder ein bisschen. Erstmal einfach, dann seht ihr, was jetzt dran ist. Und zwar, Moment, ich habe glaube ich in der Gießkanne hier ein bisschen Wasser. Wir werden erstmal gut feucht machen. Die Box. Damit hier erstmal schön wieder die Erde angefeuchtet ist. Weil vom Gewicht her merke ich, die ist ein bisschen ausgetrocknet. Da lebt ja auch keine Spinne drin. Das erklärt auch, warum die Eva-Tute noch nicht so gut hier gewachsen ist. Mal gucken, reicht das schon? Da machen wir ein bisschen Wasser. Ist auch schön Feuchtigkeit drin, das war. So. Seht, das sind die Action-Boxen mit 19 Liter. Maße blende ich euch unten ein. Zap, holen wir uns hier noch ein Löffelchen voll Liebe. So. Das weiße Asseln kann ich euch nur empfehlen, ne? Falls ihr da welche braucht, sagt einfach Bescheid. Ich muss meine Boxen jetzt eh nochmal neu machen. Also ich habe ja schon zwei Kolonien und ich glaube, ich muss die nochmal aufteilen. Weil die vermehren sich halt echt super, aber ich brauche halt auch dementsprechend, ne? Also ich halte sie zweimal feucht, die Boxen, aber weil ich merke, es sind keine weißen Asseln mehr da. Oder Reste bleiben mal länger liegen. Kommen da wieder neue rein. Weil ich finde es halt einfach praktisch, ne? Ich meine, guck ich das mal an. Moment, jetzt mach ich mal rein. Plopp. Seht ihr so? Und die sorgen halt dafür, dass da alles in einem biologischen Gleichgewicht abläuft, ne? Ist halt einfach so. Man sieht auch den Unterschied gleich. Also seht euch, merkt euch mal diese Box, wie der Stand hier ist. Die habe ich halt nicht so feucht gehalten und auch keine Bodenpolizei reingetan gehabt. Währenddessen die nächste von meiner alten Eminia ist. Die habe ich so grob gereinigt. Und sonst drin gelassen. Und die Eva-Tute ist extrem anders gewachsen wie die hier. In dieser Box. In der App sind die auch schon drin, die beiden. Also die drei besser gesagt. Und deswegen alles tippitoppi. Ein Häufchen Liebe. Ich finde das krass, wenn das wirklich Geschwister von meiner sind. Was die Temperatur und alles echt für einen Einfluss hat auf deren Wachstum. Alles gut. Da hat wohl jemand Angst, die hinten hingelaufen da. Aber gut, nicht so die Lust. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ihr wisst ja, ne? Ich nehme euch gerne mit. Aber wenn die Tiere sich da nicht zeigen, dann können wir da alle nichts für, ne? Müssen wir dann halt so hinnehmen, wie es ist. Die Box ist jetzt auf jeden Fall fertig. Vielleicht schmeiße ich ja nachher noch Futter rein. Ja, ich denke mal, ich fütter die heute mit. Wir haben heute zwar Dienstag, eigentlich nicht besonders Tag, aber durch die Vorbereitung wir haben. Und so haben meine Tierchen jetzt eine Woche ausgesetzt. Normalerweise fütter ich so jede bis alle 2 Wochen, je nachdem wie groß, ne? Die Kleinen natürlich öfter, die Großen nicht so oft. Ja, und heute mal gucken, wer dann alles Hunger hat. Meine Theraphosa apophysis ist ja noch am Häuten. Wenn ihr das Video noch nicht kam, freut euch drauf, das kommt dann erst demnächst. Und ja, dann gehen wir weiter zur nächsten. Vielleicht ist sie ja ein bisschen Zeit gefallen. So, und jetzt zur letzten Dame der beiden. Machen wir trotzdem noch mal ein Löffelchen von den Asseln rein. Den weißen Asseln. So. Dann können wir die Box von denen nämlich auch schon wieder zumachen. Die waren gerade alle sich über die Möhre am hermachen. Da war sie jetzt ein bisschen gestört. Also nicht weiter tragisch. Die können sie ruhig ab. Zack. Jetzt muss man mal ein bisschen Wasser nachfüllen. Das wird irgendwie rausgezogen.
Wichtig ist halt immer, dass für die halt immer ein Platz ist, wo Feuchtigkeit ist, ne? Also bei den tropischen Asseln, also den weißen Asseln, die man so kennt, reicht halt auch, wenn ihr unter dem Wassernapf, also ein bisschen überlaufen lasst regelmäßig. Das reicht denen vollkommen. Aber jetzt bei Pflanzenpapier, wenn die es ein bisschen feuchter brauchen, haben sie es natürlich perfekt, ne? Da ist das gar kein Kompromiss, den man da eingehen muss. Sondern, ja. Also ihr seht, die Gute hängt direkt hier. Deswegen machen wir das hier jetzt ein bisschen anders. Machen das Tuch hier hin. Ne? Dann zoome ich euch ein bisschen ran. Zack. Dann nehmen wir uns den Deckel in die rechte Hand. Das hier in die linke und füllen sie ein wenig vom Tüchlein. Perfekt. Schaut euch das an, wie hübsch das ist. Psalmopoeus im hier. Suchen sich halt auch alle direkt einen Platz, wo sie sich verstecken können, ne? Es ist jetzt vielleicht nicht so perfekt eingerichtet, aber ich finde es halt schon schick. Im Gegensatz zu dem, was man sonst so sieht. Eine Pflanze, schön Moos, Laub, Erde. Und dann lässt man einfach der Natur seinen Lauf. Ne? Ja, und hier seht ihr zum Beispiel, was passiert, wenn ihr kein entkalktes Wasser nehmt. Dann habt ihr da so Schlieren. Müsst ihr nochmal demnächst putzen. Ich habe das vorhin vorgestern nochmal sauber gemacht, aber ja. Anscheinend nicht gut genug. Aber nicht schlimm. Passt schon. Na gut, ich würde sagen, ein kleines Recap. Und dann war es das für heute. Ja, meine Lieben, das war's mit dem heutigen Video. Boah, das kann ich heute sogar mal auflassen. Spiegel nicht. Die Tiere sind umgesetzt. Da ist das eins der Weibchen und daneben direkt noch das andere. Und da ist die Börse des Männchens. Ja. Die kommen jetzt direkt hier hin, weil sie sind von Nadine. Irgendwie 25% der Spinnen hier sind von Nadine. Ja. Muss ich aber nachgucken, kann ich euch auch mal einblenden aus der App. Ich kann es mich wunderschön sortieren. Ist schon mal ein kleiner Sneak Peek darauf, wenn ich die Vorstellung der App mache. Aber nichtsdestotrotz, hier nochmal ein fettes, fettes Dank an Nadine von Arachnid. Also Daumen hoch. Da könnt ihr auf jeden Fall Tiere kaufen. Ist eine super nette Person. Die ist manchmal ganz gut versucht zu verstecken, dass sie so nett ist, wie sie ist. Nadine, wenn du das siehst. Habt dich lieb, Schätzelein, ne? Und Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Never answer to no man.